Das ist der Jupp. Der Jupp hat Probleme mit seinem Transporter. Zum Glück ist er im Automobilclub. Also ruft er dort an. Und der Automobilclub verspricht, schnell einen erfahrenen Kollegen vorbeizuschicken. Nach einiger Zeit: Hallo Jupp, ich bin der Hein, dein Mechaniker. Hallo Hein, mein Transporter hat ein Problem. Ah, ich sehe schon, Jupp. Deine Reifen sind abgefahren. Du brauchst neue. Nein, damit kann ich noch fahren. Ich fahre nur auf trockener Straße. Okay, ich sehe, Jupp. Deine Sicherheitsgurte sind kaputt. Das haben wir gleich ausgetauscht. Nein, damit kann ich auch noch fahren, Hein. Ich fahre immer langsam und passe auf. Oh Gott, Jupp, das Fahrzeug ist ja vorne völlig demoliert. Du hast gar kein Licht mehr. Das tausche ich dir gleich aus. Nein, nein, auch damit kann ich noch fahren. Ich fahre nur noch am Tag. Jupp, wenn du mit dem allen noch fahren willst, warum hast du mich dann gerufen? Mensch, Hein, der Transporter springt nicht mehr an. Eine Zündkerze ist beim Unfall kaputt gegangen. Dann tausche ich dem Jupp eben nur die Zündkerze aus, wenn er mich für den Rest nicht beauftragen will. Ist ja sein Problem. So, Jupp, der Transporter fährt wieder. Denk daran, der Transporter ist so nicht verkehrssicher. Naja, der Jupp wollte es ja so. Damit bin ich doch nicht etwa verantwortlich. Bei der Instandsetzung eines Autos ist so ein Verhalten undenkbar. Warum glauben wir dann, dass dieses Verhalten im Maschinenbau in Ordnung ist?